Sempre Zion 6. I love you, baby.
posizione. Io mi manca però che la voce si sta alzando e adesso io vi ho esuito il fatto adesso io mi lavo in questo this is unser Freund Pater Rudi. Den Pater Rudi kennen wir schon, wie wir noch damals so in Essen waren. Und die alten Sears waren, jetzt haben wir die Jugend, damals waren die alten Sears, das sind die alten Sears. Und der Pater Rudi war, wenn ich mich richtig erinnere, bei einer Zeitung. Und ist der nicht so schwierig für Thomas, ne? Kann ich eh sagen. Er war bei einer Zeitung und er hat uns teilweise begleitet auf Tourneen, wir waren in Koblenz und dort oder so. Genauso wissen wir das alle zusammen nicht mehr, weil wir haben die 60er Jahre so erlebt, wie es wirklich sein soll. Es gibt ja das alte Sprichwort, wenn du dich genau erinnern kannst, wie es damals war, dann war es nicht richtig. Thank you.
muss ich, weil ich sie alle hier sehe. Ein ganz besonderen Gruß an unsere liebe Freiburg-Bohm, Flughafen Wien. Ganz besonders unser lieber Hansi Meier, hier ganz vorne an der Tanzfläche. Pressechef vom Flughafen Wien. Wer ist verantwortlich dafür, dass Sie den Flughafen so gut kennen? Danke, dass du mal ein bisschen mit einschreiten. Wir bedanken uns beim Flughafen Wien. Der Flughafen Wien war auch einer unserer Sponsoren. Sie ist sehr verliebt auf unserer neuen CD. Und ganz besonders möchte ich begrüßen den Mann, der mich gerade hier filmt. Unser lieber Freund Otto Winter. Einer von uns allen. Otto, danke schön, dass du gekommen bist. Danke schön, dass du den Eintritt bezahlt hast und trotzdem noch hangelst. Und danke schön, dass du mein Freund bist. Otto Winter von der Sabena, ihr kennt es ja alle. Wir freuen uns schon auf einen gemeinsamen Abend mit dem Video. Danke, Otto. So, das nächste Lied, ich hoffe, ihr seid jetzt auch schon ein bisschen besser drauf. Wir haben
jetzt wisst ihr, warum wir wieder begonnen haben zu spielen. Ne? Das hätten wir uns damals gewünscht. Wunderbar. So. Ja, es kann uns ja nichts Besseres passieren, als vor so einem lieben Publikum wie ihr seid heute zu spielen und ein neues Produkt vorzustellen. Und es kann uns nichts Besseres passieren, als dass ein ganz lieber, netter Gast, der heute hier ist und ein sehr prominenter Mensch, Albert Fordel, unsere CD präsentiert. Und wir bitten ihn jetzt auf die Bühne zu uns zu kommen. Wir wissen, dass die Sirs im Moment, ich habe sie nicht schon gesagt, ich muss aufgeschrieben. Die Nummer 2 in Deutschland mit einer Coverversion von Proud Mary waren. Wann war das? Wann war das? Um 1900. Circa um 1968 sagen wir das, die 8. Gruppenalbum. Ist das auch eine Coverversion von den Bee Gees? Richtig? Ist erhältlich hier heute Abend um 170 Schilling, davon gehen 20 Schilling einem guten Zweck zu, aber nicht dem Peter Gutenberger oder dem Michael Rosenstein, sondern wie mir versichert wurde, sie suchen ganz konkret dann einen Fall aus und wollen das ganz persönlich überreichen und nicht irgendeiner anonymen Institution. So, ja, jetzt vielleicht noch ein Wort was zur Tenne. Ihr wart hier die Hausband der Tenne, ist das richtig? Zum 5 Uhr Tee, was es halt eigentlich auch nicht mehr so richtig gibt. Das Instrument des 5 Uhr Tees gibt es nicht mehr. In dem Sinne, das ist die CD. Wie weiht man eine CD ein? Soll ich die vor dagegen schmeißen? Wie macht das? Nichts. Man sagt einfach, hier ist sie. So sieht sie aus. Und sie ist häufig hier zu erwerben. So. Ja, jetzt habt ihr den Sampler da. Gut. Jetzt hören wir mal hinein. Das war jetzt gerade der erste Cut aus der CD. Jetzt kommt der zweite. Das ist noch auf der CD. Ja, ich habe jetzt ein großes Problem. Wenn ich also jetzt gehört habe bei der Vorstellung von Albert Fordel, er hat Schlagzeug gespielt, er hat Schlagzeug gelernt, er hat früher einmal Musik gemacht, dann kann ich mir vorstellen, dass wir ihn jetzt vielleicht dazu überreden können, das ist fast so ein bisschen wie eine Weltpremiere, dass er mit uns einfach ein, zwei Nummern spielt. Nein, ich habe vor 15 Jahren aufgehört zu spielen, im Gegensatz zu euch, ich bin neidisch. Wie vor 30 Jahren? Mein Schlagzeug steht seit 15 Jahren am Dachboden. Nein, ich glaube, wir könnten ihm jetzt überreden. Ich glaube, wenn alle einen Applaus geben, dann können wir Albert von Engelsen bringen, der jetzt mit uns ein, zwei Nummern spielt. Das ist unmöglich. Nicht tanzen, aber wenn er so Dampf kommt. Das probieren wir doch. Barbara. Gut, aber. Also. Heißt das ja? Ja! 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 Ja, Braut Mary. Also wir versuchen jetzt ein Stück von unserer neuen CD, Braut Mary, jetzt auf einer ganz besonderen Art mit Albert Fordel jetzt auf der Bühne. Egal was passiert. Wir was?
Ich glaube, dass man das nicht weglassen, das ist ja möglich. Ich sage einfach die nächste Nummer an, und da ist schon ein Bass-Mix-Lied, das hörst. Wir werden spielen Hello Josephine. Thank you.